Stallorder bei McLaren. Max ist Stallorder bei McLaren. Verstappen ist erneut über das Ziel hinausgeschossen und Perez war überraschend stark. Ich blicke mit euch auf alles, was beim spannenden Grand Prix von Ungarn passiert ist. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gerne einen Daumen da. Fangen wir beim Start an und da wurde es ziemlich hitzig, denn Lando Norris ist nicht gut weggekommen, musste Piastri abcovern und da lag schon das erste Problem, denn in Turn 1 konnte sich dadurch Max Verstappen außen so ein bisschen Platz beschaffen. Er wiederum wusste aber nicht, dass Piastri in der Innenseite ist und dann ging es zu dritt in Turn 1 rein, ja, mit dem, sagen wir mal, eher Nachteil für Verstappen, der musste neben die Strecke, aber war beim Scheitelpunkt hinter Lando Norris. Deswegen hat man ihm ja so ein bisschen einen Wirrwarr, er wollte nicht den Platz, also ist dann zurück auf die Strecke gekommen vor Lando Norris und wollte ihm auch nicht partout den Platz zurückgeben, bis man ihn dann natürlich nach langer Diskussion dazu ermutigen konnte. Die ersten paar Runden hat er sich, ja, sagen wir mal, bezirzen lassen. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und dann aber doch hat er nachgegeben und ließ dann in Turn 3 oder so, Turn 2, Lando Norris vorbei. Aber auch mit einem riesen Willen gegen Wind und ja, Widerwillen. Er war richtig aggressiv am Funk, richtig unfreundlich und sehr aggressiv. Und ich will echt sagen, dass das nicht gerade die feine Englische war. Generell, der komplette Funkverkehr war richtig überzogen, übertrieben. Liegt es am Schlafmangel, liegt es an der Performance des Autos oder an einem, ja, sagen wir mal, an den Update, wo er sich mehr erhofft hat, aber so springt man echt nicht mit den Leuten um. Ich weiß natürlich unter Adrenalin und Hitze des Gefechts und so, aber das war wirklich unnötig, Leute. Und es gab tatsächlich ein paar Verrückte, würde ich fast sagen, die sich mit dem roten Reifen starten trauten. Unter den Verrückten gehörten auch beide Aston Martins, sowohl Alex Albon als auch die Haas dazu. Und die Reifen waren halt natürlich schnell tot. In der 7. Runde musste man da schon umstecken. Teilweise ein paar konnten länger durchhalten, aber ja, für Alonso war es auch zu diesem Moment schon vorbei. Er hat auch gesagt, so, eigentlich ist das Rennen komplett schon verloren. Die haben auf Safety Car gehofft, auf Red Flag, auf irgendwas, wo man switchen kann. Ist nicht eingetreten der Fall. Hätte natürlich gut funktionieren können, aber ich verstehe halt nicht. Man startet von 7 und von 8, gibt beiden den gleichen Reifensatz drauf und hofft, dass das irgendwie funktioniert. Bei Aston, glaube ich, läuft aktuell auch nicht alles gerade rund. Was soll man sagen? Runde 13 schon. Und anfangs, ich sag mal, gerade so nach diesen Anfangsturbulenzen, wurde das Rennen träge. Fade, langweilig. Man dachte sich, Ungarn Standard. Aber Leute, es sollte viel anders kommen als gedacht. Denn wir hatten, ja, Oscar Piastri, der ist wirklich gerade im ersten Stint mit einer unfassbaren Pace vorne weggefahren. Nicht mal Norris kam dem nach. Aber dahinter wurde es spannender, denn es braute sich so ein bisschen zusammen. Da hatten wir mal ja in der Zwischenzeit Russell und Perez, die beiden, ja, waren so im Tandemflug unterwegs. Ich weiß auch nicht, warum Perez hinter Russell war, obwohl er vor ihm gestartet ist, muss beim Start dann ein Problem gegeben haben. Aber auch generell, beide auch immer gleich im gleichen Fenster. Und in Runde 17 wurde dann die Spannung so ein bisschen gesteigert, denn man holte Lewis Hamilton rein. Er war zu diesem Zeitpunkt der Viertplatzierte und vor allem, Leute, hatte man so ein bisschen den Fokus auf Undercut gegen Max Verstappen, der ja ab diesem Moment auf dem dritten Platz lag, war knappe 2,5 Sekunden vorne und das hätte natürlich gut funktionieren können. Lando Norris hat reagiert, ist eine Runde später auch reingekommen, war glücklicherweise hier keine Verbremsung oder so. Auch Piastri reagierte dann und Max Verstappen kam erst in Runde 22 an die Box, sprich der hat ein paar Runden abgewartet und ist erst dann an die Box gekommen. Warum hat man das gemacht? Frage ich mich ehrlich gesagt bis heute, man hat eigentlich immer nur reagiert und ist nicht aktiv geworden. Das hat ehrlich gesagt auch Max Verstappen geärgert und eigentlich sogar gewurmt, muss man sagen. Ziel des Ganzen war es, womöglich frischere Reifen am Ende zu haben. Hat nicht ganz funktioniert, der ist jetzt mal hinter Lewis Hamilton und auch noch hinter Charles Leclerc zurückgefallen. Den konnte er sich direkt in Runde 24 schnappen. Perez holte man dann auch rein, nachdem er 30 Runden lang tapfer auf dem weißen Reifen gefahren ist. Und schlussendlich war er dann in Runde 32 hinter Lewis Hamilton. Es ist also angerichtet. Es war zu diesem Zeitpunkt angerichtet, der Showdown Lewis gegen Max.
die neue Flagge, würde ich fast sagen. Und ja, es ging wirklich rundenlang zur Sache, Runde 34, bis sich dann Hamilton in Runde 36 in Turn 1 verbremst hat. Aber nicht mal das konnte Verstappen ausnutzen. Er setzte sich zwar neben ihn, konnte er auch außen dran gehen, nur dann verschätzte er sich, ist ein bisschen in die Strecke gerutscht und musste dann ja Hamilton wieder ziehen lassen. Daraufhin konnte sich Charles Leclerc, der ja weiter hinten war, auch wieder an diese Gruppe anschließen und es wurde komplett verrückt. Wie wir dann in Runde 40 hier sehen, ist es wirklich ein enger Kampf gewesen um den dritten Platz, wir dürfen das nicht vergessen, doch Hamilton war erneut der Erste, der sich in Runde 42 in die Box getraut hat. Ebenfalls mit ihm reingekommen ist Charles Leclerc, aber einer meiner großen Why war dann auf jeden Fall, warum man Lewis Hamilton den weißen Reifen gegeben hat und nicht eben den roten Reifen, den gelben Reifen, den alle anderen in der Spitzengruppe gewinnen. Und Runde 46, Leute, jetzt wird's komplett crazy, denn man holte nicht Oscar Piastri rein, sondern Lando Norris, Leute, um einen Undercut von Lewis Hamilton quasi zu unterbinden. Hamilton war nie im Leben in der Lage, einen Undercut gegen Lando Norris oder gegen Oscar Piastri durchzusetzen. Das war einfach nie der Fall, Leute. Man hat sich aber darauf rausgeredet und das ist tatsächlich in einem riesen Dünnschiss geendet, denn dadurch, dass natürlich Norris drin war, ließ man Piastri zwei Runden, holte ihn erst zwei Runden später als Norris rein und der war natürlich 2-3 Sekunden hinter ihm und es ging dann wirklich eine rundenlange Funkerei, Norris, du weißt, was im Debrief, lass ihn vorbei, bla 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 bla, ein regelrechter Psychoterror, aber ist natürlich klar, wenn du einem Piloten die Tür öffnest mit einem Undercut und dann sagst du, nee, du darfst nicht gewinnen, das ist Piastris Platz. Wisst ihr, was ich meine? Das macht halt einfach ganz, ganz wenig Sinn in meiner Sicht. Und warum hat sich das, warum hat man sich das so beschissen ausgerechnet? Das ist einfach kompletter Dünnschiss, den man hier unnötigerweise gewagt hat. Ja, nach einem rundenlangen Hin und Her ging es dann weiter hinten noch etwas zur Sache, denn Max Verstappen blieb wieder 2, 3, 4, 5 Runden länger draußen als der direkte Verfolger Charles Leclerc, Lewis Hamilton und auch Carlos Sainz. Natürlich war der nicht ganz mit dabei von dieser Partie, aber trotzdem. Verstappen jetzt schon mit so einem Hals, der war unnormal down, abgefuckt, konnte nicht verstehen, warum man immer nur, keine Ahnung, nachaffelt, was die anderen machen quasi. Und so kam es, wie es kommen sollte. Er ist mal an Charles Leclerc easy going vorbeigegangen. An Charles Leclerc easy vorbeigegangen und dann war es wieder soweit. Lewis Hamilton gegen Max Verstappen, die dritte. Doch diesmal war es, da haben wir das Kopfzerbrechen in Runde 61. Natürlich zur Erinnerung, es gibt nur 70 Runden. Und ja, man war so ein bisschen verzweifelt, nur so ein bisschen, bettelte schon herum und so weiter, aber ja, nix mit Norris, da hat er wirklich mit sich gehadert, würde ich fast sagen, aber dadurch, dass man ihn halt permanent anfunkte, hat er dann irgendwann klein beigegeben, doch vorher sollte es noch einmal in Runde 64 zu einem folgenden schweren, ja, Zwischenfall kommen, wo auch hier wieder eine eindeutige Schuldfrage gar nicht so einfach wäre, wenn man aus der Sicht von Verstappen ist. Ich meine, alle anderen würden sagen, Max, du bist schuld. Aber viele von euch würden bestimmt auch sagen, nee, es ist Lewis schuld. Denn wir müssen das Ganze mal von vorne beginnen. Runde 64, das ist eine Überrundung zwischen Lewis und Max. Das ist in diesem Fall ein Williams gewesen, ist scheißegal. Beide überrunden die und Max denkt sich so, beim 50-Meter-Schild, jetzt gehe ich rein in Turn 1. Der hält dann hier drauf, viel zu spät auf der Bremse. Später redet er sich da auf Moving Under Braking von Lewis Hamilton raus. Das war minimal gezupft, aber der hätte never in my life, hätte er die Kurve jemals richtig bekommen. Das hat die Experten bestätigt und auch Hamilton hat gesagt, das ist einfach unmöglich. Der ist da mit einem Überschuss reingefahren und er war halt auch beim Scheitel vorne. Hamilton will halt da einlenken und der rusht halt dadurch und dadurch, dass er wirklich so viel zu spät gebremst hat, konnte der nicht mal mehr einlenken, sondern ist einfach geradeaus weiter gezischt und damit hat halt Hamilton auch nicht ganz gerechnet, wo es dann zu so einem spektakulären Abflug kam
Und man muss halt wirklich echt sagen, wie stabil ist dieser Red Bull gebaut. In Spielberg hatten wir schon so eine ähnliche Situation. Da konnte er einfach weiterfahren ohne irgendwas. Und jetzt auch, da fliegt er durch die Luft, wird auf der Hinterachse komplett in die Höhe gewirbelt, klatscht dann wieder voll auf den Boden auf, kann einfach weiterfahren, als ob nichts ist, und ist dann auch am Schluss sogar noch teilweise schneller wieder wie Leclerc gewesen. Ganz, ganz verrückte Sache. Dann kam auch der Wechsel von Lando Norris und Oscar Piastri in der Runde 69 und wir hatten dann 1-2. Also Front Row. Das letzte Mal 2021 in Monza, wir erinnern uns, wie Lewis Hamilton und auch Max Verstappen kollidiert sind. Also immer wenn die beiden aufeinandertreffen, haben wir den Doppelsieg von McLaren auf Deutsch gesagt. Das Ganze auch hier, Norris gratuliert Piastri und der kann ja auch nichts für diese beschissene Strategie der Jungs da. Also der war wirklich der Arme, für mich auch ehrlich gesagt, der war am Funk. Er war glücklich, hat sich gefreut, bedankt. Aber es hat sich jetzt für mich nicht so angehört, als ob das eine große Freude war. Es war so ein bisschen dahinter, man hat halt gehört, so gemerkt, darf ich mich freuen? War das jetzt geschenkt? Für mich ist es rübergekommen. Und hier haben wir dann noch einmal den Draft of the Day, sowas von verdient. Das ist der 7. verschiedene Sieger in 13 Rennen, also die Season 2024 ist einfach nur crazy. Ich freue mich schon auf die zweite Hälfte, vor allem auch was in Belgien passiert. Ist McLaren da die Nummer 1? Ist Red Bull wieder da? Wer weiß es. Hier haben wir dann das Final Classement und natürlich auch meine finale Notengabe. Und wir fangen ganz hinten an. Pierre Gasly ist leider ausgeschieden. Da kann man jetzt auch nicht viel sagen über den Tag 2. Retired Car ist dann einfach gekommen. Schade für ihn. Guan Yu Zhou, eher, sagen wir mal, unspektakuläres Rennen, eine 4. Esteban Ocon, ja, was soll man sagen, ich glaube echt, dass das Auto aktuell unterirdische Sau ist, eine 3. Logan Sargeant, ja, für das, dass er alles geben musste, ja, ist eigentlich nicht weit weg gewesen vom Teamkollegen, ist schwierig, war jetzt eher unauffällig, eine 3. Valtteri Bottas, eher ähnliche Sache wie bei Guan Yu. Ich gebe ihm mal eine 4, weil ja, das hätte unter solchen Bedingungen, glaube ich, auch was Besseres sein können. Kevin Magnussen. Wieder mal im Schatten von Hülkenberg. Aber man muss halt auch sagen, Nico ist jetzt auch nicht weit nach vorne gekommen. Man hat da ein bisschen gegambelt, teilweise eine 3. Also es ist durchschnittlich. Albon eher schwach, würde ich sagen. Also er war ja in den Top 10 ist er gestartet, oder glaube ich, ist das Top 10 gewesen? Ja, ich gebe ihm eine 3. Nico, eher enttäuschend, echt sehr enttäuschend meiner Meinung nach. Er ist von, glaube ich, 11 gestartet, 12, 13 geworden. Ja, eine 3. Jetzt wird es dann interessant. Daniel Ricciardo, der bekommt für mich eine 4, weil das wirklich eher schwach war, konnte sich nicht durchsetzen, ist eher durchgereicht worden und gegen die schwachen erstens auch kein richtiges Statement. Fernando Alonso hat sich schon während dem Rennen aufgegeben. Ich muss den echt mal eine 3 geben, weil das ist halt wirklich, wo ist der Kampfwille hin? Letzte Season wollte er alles durchreißen oder abreißen und jetzt ist er dann so, wir haben schon verloren und so. Das ist kein Kampfwille. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie schlecht das Auto wirklich ist. Lance Stroll holt dann immerhin den ersten Punkt, aber ich glaube auch mit der Strategie hat man es komplett verschissen, auch eine 3. Yuki Tsunoda, tolles Rennen, wie immer, gute Punkte mitgenommen, wieder 2 Zähler, das gibt für mich auch eine 2. Daniel Ricciardo, George Russell, eine 1 tatsächlich, er konnte 9 Plätze, glaube ich, aufholen, für mich auch einer der Fahrer des Tages. Sergio Perez, auch das erste Mal wirklich, dass ich nichts zu meckern habe, der ist wirklich ein sauberes, cleanes Perez, der ist wirklich ein sauberes, cleanes Rennen gefahren. Na eins, wirklich, das muss man echt anerkennen. Tolles Rennen, wenn es weiter so geht, glaube ich, ist ein Platz für 2024 noch gerettet. Carlos Sainz, eine blöde Strategie, man hat ihn früher reingeholt als Leclerc, der ist dann durch einen schlechten Stop weiter nach hinten geflogen. Nein, das ist wirklich Dogshit, das kann ich aber nichts dafür. Er hat noch alles versucht, eine 3. Max Verstappen, eine 4 tatsächlich. Er ist ganz, ganz schwaches Wochenende. Viel herumgecried, aber auch viel, viel, viel Frust, Aggression und auch generell wenig Verständnis, aggressiv bis zum geht nicht mehr.
und generell. Er ist eher durch seine Art aufgefallen und nicht durch seinen Skill. Viele Verbremser, aggressive Reingeher, teilweise in die Kurven, dann auch noch die Sache mit Hamilton in Turn 1, also eine 4, und ich glaube, dass er also mit dieser auch gut bedient. Charles Leclerc, ja, from zero to hero würde ich fast sagen, das ganze Wochenende irgendwie schwach. Jetzt im Rennen dann den vierten Platz geholt. Für mich gibt das auch eine klare 2. Lewis Hamilton, ja, Platz 3. Ich glaube auch, dass da nicht mehr drin gewesen wäre. Hat die Kollision noch halbwegs gut überstanden. Eine 1. Lando Norris, ja, für mich auch eine klare 1. Ich meine, bis auf den Start, sagen wir mal, hat er ein tadelloses Rennen gefahren. Und Oscar Piastri, auch wenn er dadurch den ersten Platz quasi geschenkt bekommen hat, ist er für mich trotzdem einer der Fahrer des Tages, also auch eine 1, eine klare 1, Leute. Hier haben wir dann den Weltmeisterschaftsstand. Max Verstappen ist noch immer noch klar führend da, doch Lando Norris kommt jetzt näher und das Wochenende hat natürlich ein bisschen wehgetan aus seiner Sicht, holt nur 10 Punkte im Vergleich zu 18 Punkte, also 8 Zähler verloren, und ich glaube, wenn es so weitergeht, könnte man echt noch hoffen auf einen Lando Norris-Max Verstappen-Fight-WM-Kampf? Mal abgesehen, mal gucken. Carlos Sainz und Charles Leclerc sind jetzt ja fast punktegleich, 150, 146. Und ja, jeder fragt sich bestimmt, wie können die Ferrari-Jungs immer noch da vorne sein? Oscar Piastri hüpft da auf den 5. Platz rauf, verdrängt Sergio Perez noch einen weiteren Platz nach unten. Und auch dahinter wird schon eng, denn wir haben George Russell und auch Lewis Hamilton, die beide nur einen Punkt trennen und vor allem natürlich beide auch theoretisch den Perez runterdrücken könnten. Also Perez wirklich aktuell unfassbar schwach. Fernando Alonso bildet dann so ein bisschen den ersten vom Best of the Rest. Mit 45 Punkten ist er da auch wirklich einsam unterwegs. Wir haben dann Lance Stroll mit 23 Punkten, also wieder die Hälfte. Nico Hülkenberg, 22. Wo hat der diese ganzen Punkte eingefahren? Also der Triple Header, glaube ich, war wirklich eine tolle Sache. Ja, Yuki auf 12, 20 Zähler. Und Olli Börmann ist auch hier immer noch vertreten auf dem 14. Platz. Die Konstrukteurs-WM, ja, wir hatten natürlich jetzt noch Lewis Hamilton, holte den 200. Podiumsplatz in seiner Karriere. Noch nie ist das jemandem gelungen in seiner gesamten Karriere. Also ich bin sehr gespannt, wie es da in den kommenden Jahren oder sagen wir mal Rennen weitergehen wird. Belgien wird auf jeden Fall bahnbrechend werden. Belgien wird auf jeden Fall spannend werden. Und es sind nur noch 71 Zähler hier in der Konstrukteur. Also wir haben zwischen Red Bull und Ferrari. McLaren holt auf, denen fehlen nur 7 Punkte auf die Ferrari-Jungs. Wird auf jeden Fall ein spannender Dreierkampf um die Konstrukteurs-WM, und das bringt ja die meiste Kohle. Also da muss man sich wirklich zusammenreißen. Natürlich, wenn du einen Perez im Team hast, ist das nicht ganz so einfach. Aber auch Mercedes würde ich nicht ganz abschreiben. Mit den 221 Zählern ist man zwar über 150 Punkte hinter den Red Bulls, aber könnte immer noch mitreden um den 3. oder sogar 2. Platz. Also da ist noch lange nichts gegessen. Aston Martin alleine einsam hier. Also man hat sich hier wirklich als 5. Kraft etablieren können im Gegensatz zu den Racing Bulls. Und ja, punktelos ist das einzige Team sauber. Schade für die Jungs. Schade, schade, schade. Und für heute soll es das mal gewesen sein, Leute. Was für ein Rennen. Macht gern. Was für ein Rennen. Abonniert gern kostenlos den Channel. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Und ich freue mich schon auf Belgien. Wenn es so weitergeht, wird die Formel 1 einfach sagenhaft.